Bleibt dran, denn es gibt eine ganz besondere Sache bei diesem kurzen Reisemobil. Wir sind unter 9 Meter und dieses Reisemobil ist sehr beliebt bei Umzugsunternehmen. Das könnte man wirklich mit Fug und Recht behaupten. Hier ist Matthias Welz. Es ist ein ganz besonderer Morillo. Er ist nicht normal. Er ist mit ganz vielen Überraschungen versehen. Eine Überraschung ist, dass er unter 7,5 Tonnen ist und dass man hier etwas mitnehmen kann, was des Deutschen liebstes Kind ist. Grüß dich, Matthias. Ja, hallo, grüß dich. Des Deutschen liebstes Kind. Du bist auch Liebhaber von, ich sag mal, schönen Spielzeugen, die es da gibt. Die kann man hier mitnehmen, ja, in jeglicher Form. Sag noch nicht was. Ja, genau. Ne? Ein Garagenfahrzeug mit viel Platz, sehen wir gleich, und einem tollen Grundriss und ganz wichtig, unter 9 Metern. Hast ja doch verraten, jetzt, was da ist. Es ist ein richtiger Liner. Relo hat eine ganz besondere Klasse entwickelt, nämlich 7,49 Tonnen mit einem extrem leichten Fahrgestell, aber einem durchzugsstarken Motor mit einem Wandlergetriebe von ZF. Die Kombination, glaube ich, an Fahrgestellen, selbst Mercedes-Benz hat sowas nicht hinbekommen. Die haben ja 5,5 Tonnen Doppelachser hinten und so, das geht alles. Aber so wie Iveco Daily, das ist schon ziemlich einmalig, oder? Ja, ist einmalig und jetzt verstärkt durch die Meyer-Umbauten vom Chassis her, ist das wirklich ein System, was richtig gut bis 7,5 Tonnen alles das ausnutzt, was ja technisch möglich ist. Ne? Eine 3-Liter-Maschine, ein relativ günstiger Spritverbrauch. Man sieht das hier, es wurden einige Modifikationen, die sind natürlich alle eingetragen. Es gibt sogar einen COC für die Fahrzeuge, für ganz Europa. Und hier sieht man, dass die ganzen Sachen hier ziemlich rauskommen. Also das sind die Reifen, die normalerweise beim Daily ja ein bisschen weiter mittig sind. Das sieht man beim Alkoven sehr schön. Was hat man hier gemacht, damit die so weit rauskommen? Spurverbreiterung, ja, genau. Spurverbreiterung vorne, hinten die Verstärkung des Chassis und natürlich die ganzen anderen Chassis-Umbauten, die dann ja dieses integrierte Fahrzeug so gestalten lassen, wie es sich hier darstellt mit der Sitzposition nach vorne und so weiter. Ja, ein großes Highlight ist der Gastank, der ist hier eingebaut. Wenn du den mal kurz zeigst, bitte, Matthias. Denn hier kann ich entweder Gasflaschen benutzen oder ich kann den eingebauten Gastank nehmen. Hier von der Größe würde ich sagen, was hat der, 70? Ja, 120 Liter. 120 Liter Gastank, so. Also da kann ich auftanken mit LPG. Eine Besonderheit ist, dass dieses Fahrzeug hier über keine großen Seitenhecktüren verfügt. Ja, das ist ein riesen Malus. Man hat nur die kleinen eingebaut, wahrscheinlich aus Kostengründen. Genau, um die Kosten zu sparen. Nein, das ist zum Verzuren gedacht und zum, letztendlich als Zugang zur Heckgarage. Ja, es gibt eine Riesenklappe. Das heißt, wir haben 7,49 Tonnen und viele kaufen sich die gar nicht, weil da ein Auto drin ist, sondern sie haben ganz viele verschiedene Sachen. Ich selber habe aus China mir ein L1 irgendwas E, glaube ich, 70 Stundenkilometer, ein Quad organisiert, der schnell fahren darf mit großem Kennzeichen, sogar mit einer speziellen Prämie, einer THG-Prämie, die du noch zurückkriegst. Elektrisch, wiegt nur 500 Kilo und ist wirklich ein ganz toller Wegbegleiter für die letzte Meile. Ich glaube, darum geht's, dass wenn der mal geparkt ist, dass du mobil bist, nicht nur mit dem Roller, oder? Ja, ob das ein Roller, ob das ein Quad, ob das ein kleines PKW, kleiner PKW oder was auch immer ist. Wir haben ja da durch die große Garage einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, individuell Sachen mitzunehmen. Ja, wir können ja mal zeigen, das Ganze geht sogar elektrisch und kann geöffnet werden, wenn du mal so lieb bist. Der Platz hier ist so groß, dass man sich anschließend fragt, ist denn da noch genug Platz anschließend, damit die Leute auch gut schlafen können? Ja, ist da genug Kopffreiheit im Schlafbereich drin? Ja, absolut. Das können wir uns nachher anschauen. Der Zugang hinten zum Bett ist ja speziell bei dem Wagen. Und wir haben da einfach dann die Möglichkeit, wirklich vernünftig auch zum Heckbett mit einer vernünftigen Kopffreiheit auch einzusteigen. Ja, sieht man, das ist mal eine Heckklappe, das Ganze aus GFK. Geht die noch weiter hoch eigentlich, Matthias? Lass das mal kurz sehen. Und dann kann ich sie komplett gerade stellen. Es gibt verschiedene Positionen, die du hast. Jetzt lassen wir sie mal halb offen. Da sieht man sehr, sehr schön,
den Platz, den man hier hat. Das heißt, du kannst also hier wirklich Fahrzeuge reinmachen, du kannst Quads reinmachen. Du hast hier eine Auffahrrampe mit drin und hast zwei Stellmotoren, die das Ganze auch noch bewegen. Das heißt, du musst dich nicht groß jetzt irgendwie damit auseinandersetzen, wie kriege ich das Ganze rein. Einfach tiefer fahren, Luftfederung, ich kann es absenken? Ja, vorne absenken, hinten absenken und dann entsprechend den Böschungswinkel so einstellen, dass die Auffahrrampen hundertprozentig funktionieren und aufliegen. Ja, das Ganze ist auch ordentlich verarbeitet, wie du das hier siehst mit dem GFK. Du hast hier Edelstahl-Beschläge mit drin. Also von der Verarbeitung her kann man nichts sagen. Das ist perfekt gelöst, unter 7,49 Tonnen. Ja, unter 7,49 Tonnen und halt auch in einer sehr, sehr stabilen Ausführung. Ich denke, das sieht man auch hier, die ganzen Komponenten von den elektrischen, hydraulischen Aufstellern bis zu den Auffahrrampen, Einzugsseilwinde und so weiter, ist das alles sehr, ja, sehr professionell und ja auch mittlerweile hundertfach erprobt. Ist das hermetisch abgeschlossen? Riecht man von dem Auto irgendwas oben? Gar nichts. Riecht man überhaupt nicht. Das ist komplett dicht, abgeschottet zum Wohnraum, Schlafraum hin. So, das Fahrzeug wird anschließend reingezogen. Man kann es vielfältig benutzen. Man kann E-Bikes reinmachen, Motorräder reinmachen, alles. Ihr benutzt es sehr oft, muss man sagen, für interne Besprechungen. Das ist bei euch, ihr habt mehrere von den Fahrzeugen. Kollegen treffen sich, können es auch von innen öffnen und haben dann intern die Möglichkeit, sich auseinanderzusetzen. Die Besprechung, das schafft wirklich auch den Raum, den man braucht, um, ich sag mal, ganz intensiv mit sich miteinander auszutauschen. Genau. Und vor allen Dingen auch abgeschottet und ja, in Ruhe. Da hinten ist die Technik drin, die normalerweise da ist. Die Batterien, wo findet man die? Die sind im Seitenstoffach, zeige ich gleich, auf der rechten Seite. Okay, klasse. So, komm, wir gehen mal raus, lassen die beiden mal ihre Besprechung abhalten. Mach ruhig nochmal zu. Ich glaube, das ist den beiden auch lieber. Wir können ja hier an der Seite reinschauen. Also da sieht man den ganzen Platz, den du hast. Man kann theoretisch, könnte man auch hier noch einen zweiten Raum machen. Meine Frau hat mich gefragt, wie sieht das Ganze aus? Kann man hier auch ein Fitnessgerät reinmachen? Und da hat Matthias ganz klar gesagt, das ist kein Problem. Fitness kann integriert werden. Das heißt also, auch ein Fitnessgerät könnte man reinmachen und könnte hinten, ich sag mal, eine ganze Fitnessstation. Ja, also die Möglichkeiten sind ja, ja praktisch unbegrenzt. Alles, was da reingeht, müsste jetzt das genaue Maß nochmal raussuchen, aber ein Smart geht rein natürlich und dementsprechend also alles, was Motorrad, Quad etc. angeht. Ja, Super-B zertifizierte Batterien, zweimal 500 Amperestunden Stromentnahme möglich. Da kommt richtig Leistung raus, die Kapazität zweimal 210 Amperestunden und die kann man auch zu 100% entnehmen. Ja, das ist ja die neue Lithiumtechnik, die ja die gesamte Energieversorgung praktisch revolutioniert hat. Wir haben ja über viele Jahre mit Gel und AGM und Nassbatterien gearbeitet und haben jetzt eine Technik, die ja die wirklich die Reisemobile viel autarker macht und viel leistungsfähiger, was das Energiemanagement angeht. Strom wie zu Hause. Also ich stehe ja jetzt seit 2 Tagen hier autark, konnte zwischenladen, Batterie ist immer voll und ich kann noch richtig Leistung entnehmen. Das heißt, ich habe also einen 230 Volt Monitor dort angeschlossen, habe die Server angeschlossen, habe die Kaffeemaschine, die Mikrowelle. Du kannst Benutzer wie zu Hause anschließen, 230 Volt, das geht. Genau, absolut. Das ist möglich über den Wandler und vor allen Dingen auch mit dieser neuen Batterietechnik, die einfach in der Lage ist, dann auch ja, die Energie zu speichern und vor allen Dingen auch dann so weit abzugeben, dass die Batterien ja fast ganz entladen werden kann, was früher gar nicht möglich war. So, die Kollegen haben beendet. Wir können das mal ganz kurz zeigen. Was für ein Fahrzeug kann man denn hier insgesamt reinstellen? Das heißt, es gibt ja Fahrzeuge, die sind per se mal dafür gebaut. Für welches Auto ist das jetzt gebaut, was perfekt reinpasst? Also perfekt reinpassen tut der Smart. Man kann es aber auch anpassen auf andere Fahrzeuge, auf kleine E-Fahrzeuge. Fiat 500 geht auch? Nein, der uralte. Der uralte auf jeden Fall. Der Oldtimer, den haben wir auch schon verstauen können hier drin. Aber es ist natürlich auch anpassbar. Also die Rampen sind ja zu verschieben nach rechts und links oder auch mit einer Laderampe zu versehen. Da kommt es wirklich drauf an, was der Kunde möchte, was er vorhat, ob er es gewerblich nutzen möchte vielleicht auch und dementsprechend dann auch hier hinten die Garage
jederzeit umzubauen. Ne? Also hermetisch abgeschlossen, das heißt, ich rieche nichts von dem Auto, wenn es denn noch ein Benziner wäre oder von Motorrädern, die da sind. Ist es elektrisch, spielt es eh keine Rolle. Und das Ganze ist auch noch beheizt. Meine Schätzen sind da. Und was natürlich sehr schön ist, ich habe so einen tiefen Einstieg, dass ich noch nicht mal die E-Bikes, da brauche ich noch nicht mal die Rampen rausfahren, das geht auch so. Frage, kann man die Seitentüren auch noch bestellen? Ist das möglich? Kann zum Beispiel Morillo das einbauen, das verstärken, die Seiten und dann noch eine Tür einbauen? Grundsätzlich ist das möglich. Man müsste dann die Innenwand noch mal verstärken, um einfach die Lasten dann aufzunehmen, weil jede Klappe in der Seitenwand natürlich auch ein Stück weit die Struktur schwächt und deswegen müsste es verstärkt werden, aber grundsätzlich funktionieren tut das. Ist das Fahrzeug viel teurer eigentlich per se, weil das ist ja viel mehr Aufwand? Nein, eigentlich nicht. Also der Wagen ist ja in der Pallas-Baureihe angesiedelt und ist durch die verstärkte Chassis-Situation im Heckbereich, um die Lasten aufzunehmen und auch die große Heckklappe, etwas teurer als die normalen Pallas-Modelle, aber geht eigentlich genau in die Range rein und genau in die Preisspanne, wie das bei den, ja, Partnermodellen auch so ist. Also alle, die sich mal überlegt haben, Mensch, die Garage ist zwar groß beim Palace, aber ich will es noch bequemer haben hinten rein. Also zum Beispiel E-Bikes, nicht irgendwie hoch oder so. Für den eignet sich die Garage. Sind die gefragt, die Garagenfahrzeuge, gebraucht? Ja, also gebraucht sind sie eigentlich gar nicht zu bekommen. So gut wie gar nicht. Und auch im Neuwagenbereich sind die Wartezeiten schon sehr, sehr lang, weil sowieso die Situation so ist, dass wir leider lange Vorlaufzeiten haben und es teilweise ja über ein Jahr sogar dauert im Pallas-Bereich, aber auch bei anderen Modellen noch länger, bis man dann seinen Wagen bekommt. Komm, wir lassen die Katze mal aus dem Sack. Palace 88 GQ, du bist Matthias Welz, Geschäftsführer von Ferge und Welz. Ihr seid schon ganz lange Campinghändler. Wie lange schon? Ja, über 40 Jahre. Wir sind 1980 angefangen. Und sind jetzt seit über 30 Jahren schon hier in Bissendorf und ja, machen es mit Leidenschaft und gerne, immer noch. Jetzt muss man sagen, die 359.500 ist der Endpreis. Du hast noch einen Zettel vorbereitet, zeig mir den mal bitte. Da kann man das so ein bisschen sehen. Das war mal der Preis, 377.990. Wenn du ihn heute neu bestellen würdest bei Morillo, weil du kannst ja Slotfahrzeuge bestellen, also für deine Fertigungsslots, die da sind, dann sähe der Preis leider schon wieder anders aus. Ne? Ja, das ist einfach so, dass wir natürlich die Preisgleichklausel im Moment zu beachten haben, wo letztendlich der Hersteller ja auch nicht weiß, was tatsächlich am Tag der Produktion in der Zukunft dann für Preise herrschen, was die Chassishersteller berechnen, was die Materialpreise angehen, was anderen Kostensteigerungen angehen. Und deswegen ist letztendlich das Fahrzeug, was verfügbar ist, direkt verfügbar ist, natürlich immer auch am sichersten von der Preisstellung. Ist er neu? Nagelneu, ja. Nagelneu, also der hatte noch nie einen Eintrag im Brief? Nein. Okay, also ich bin Erstbesitzer. So, dann schauen wir mal. Wir gehen mal rein. Eine Hubstützenanlage ist verbaut, habe ich schon gesehen. Man muss ja bei dem Fahrzeug entweder aufs Gewicht achten oder nicht aufs Gewicht achten. Das ist das Coole, denn er hat weit über eine Tonne Zuladung. Nehme ich ein Auto mit, bin ich beschränkt. Nehme ich kein Auto mit, habe ich alle Zuladungen der Welt, oder? Ja. Der Wagen ist, wie gesagt, ja auch nur 9 Meter lang oder kurz unter 9 Meter lang und von daher... Also auch von der Zuladekapazität natürlich optimal. Hier siehst du die Anordnung. Du hast des Deutschen liebstes Grundriss. Du hast vorne das Fahrerhaus mit drehbaren Sitzen. Das kennt man auch aus vielen anderen Fahrzeugen wie Knaus und so weiter. Hier aber in einer etwas anderen Ausführung. Denn du hast einen durchgehenden Boden von ganz vorne bis ganz hinten ins Bad rein. Also da hast du nichts, wo du irgendwo stolpern kannst und so weiter. Alles ist komplett miteinander verbunden. Der Fernseher auf der rechten Seite, der lässt sich runterfahren. Ne, der ist hier. Warum zeige ich da hin? War der Fernseher nochmal? Ihr habt einen 40 Zoller eingebaut. Im GQ? Ja. Ja, hat Morillo seit letztem Jahr so konstruiert. Eine optimale Lösung mit einem riesen 40 Zoll Bildschirm in dem Staufach zwischen
Elsitz-Gruppe und Küche. Wie süß sie das gemacht haben. Die haben sogar das Polster abgesenkt an der Stelle, wo die Soundbox ist. Ja. Das ist nett gemacht. Was ich auch ziemlich cool finde, ist die Anordnung der ganzen... Ist immer wieder schön, wie er reinfährt, oder? Kann ich den ganzen Tag gucken. Die Anordnung der Klappen. Früher waren die Klappen ja offen und... Das fand ich immer so ein bisschen unaufgeräumt. Das heißt, man hat die unteren Klappen halt man immer, also müsst ihr euch vorstellen, hier die Schränke hatten unten drunter so kleine Fächer drin, die waren offen. Die sind, glaube ich, vorne noch drin. Und so wie vorne ging es durchs ganze Fahrzeug durch. Und irgendwann hat sich Morello entschieden, okay, die Leute haben sich beschwert, das ist immer so ein bisschen unaufgeräumt. Wenn man da das drin hat, das konnte man sehen. Jetzt alles ein bisschen cleaner von der Optik, oder? Ja, es ist cleaner von der Optik. Letztendlich sind diese offenen Fächer ja immer schon Gegenstand der verschiedensten Diskussionen gewesen. Ich finde es so eigentlich ganz gut. Man hat zwei Fächer rechts, links. Da kann man Dinge, die man schnell im Zugriff haben möchte, positionieren, gerade im Fahrer- und Beifahrerbereich. Und die anderen Klappen sind halt wirklich bis unten durchgezogen und verschließen dann die Sicht auf alles das, was dahinter ist. Ja, setz dich mal bitte hin, Matthias. Und ich merke schon, wir haben Druckluft, Fahrerhaus-Schwingsitze. Du sitzt auch richtig schön hier drin. Wir sind in einem Garagenfahrzeug unter 7,49 Tonnen, haben hier irre viel Platz, weil das Hubbett nicht gewählt wurde. Die Hubbett-Entscheidung ist, glaube ich, das die Sache, wo man die meisten Fehler machen kann, was das Raumgefühl angeht. Ja, also es ist ja so, dass das Hubbett eigentlich nur mitgeführt wird oder bei den allermeisten Fahrzeugen nur mitgeführt wird, um letztendlich das Enkelkind im Fall der Fälle dann mal unterzubringen. In diesem Fall haben wir uns ausdrücklich dagegen entschieden, haben gesagt, wir wollen ein tolles Raumgefühl generieren, wir wollen den Wagen als Zwei-Personen-Wagen auslegen und somit also auch ohne Hubbett hier einen ganz tollen Wohnraum generieren. Ne? Ich habe bei mir übrigens die Seitenpolster weggenommen, weil mein Fernseher, der ist ja mobil bei mir. Das ist eine besondere Anwendung. Wenn ich mal Fernsehen gucke, dann mache ich immer Folgendes. Ich stelle mir hier einen Computermonitor hin in 32 Zoll, habe dort eine kleine Box mit drin und gucke nach vorne. Weißt du, was ich denn mache, um hier mehr Platz zu generieren, wenn ich lümmeln möchte? Ich nehme einfach das Seitenpolster raus. Und das ist so genial. Wenn du das mal gerade rausnimmst, dann kann man sehen und wie viel Platz du auf einmal auf der Sitzbank hast, die ist einfach nur angeklettet, das kann man einfach wegnehmen. Und hier kann übrigens eine kleinere Person, in dem der Sitz einfach nur gedreht wird, also das heißt, du drehst diesen Sitz, wenn du das mal gerade machst bitte, um 180 Grad, dann könnte das Enkelchen mit dem einmal gerade komplett drehen, sag mal gerade so lieb, Matthias, weil ich will euch mal gerade eine Sache zeigen, die ich entdeckt habe, weil mein Sohn, der ist jetzt leider schon einen Ticken zu groß, aber wenn du das Polster wegnimmst, wenn du es gerade nochmal wegnimmst, bitte, Matthias, das Polster hinten, dann hat man hier schon eine komplette Liegefläche mit allem drum und dran, wo also eine kleinere Person, also bis zu 1,50 Meter, man macht da so ein kleines Bettchen rein, weißt du, Kopfkissen mit rein und das Enkelchen, das kann komplett schon hier liegen. Das Rückpolster kann man auch noch entnehmen, das musst du jetzt nicht machen. Aber dazu sollte man allerdings die Vier-Personen-Version bestellen. Das hieß jetzt bewusst eine Zwei-Personen-Version. Ich glaube, es hat was mit der eingetragenen Zuladung zu tun. Die ist jetzt höher. Ja, wir wollen da einfach von vornherein sagen, der Wagen, der hat eine riesen Garage, die will und muss natürlich genutzt werden und dementsprechend braucht man Zuladung und deswegen haben wir jetzt hier auch eine Zwei-Personen-Version gewählt. Der Wagen ist grundsätzlich auch als Vier-Personen-Fahrzeug auslegbar, aber da muss man einfach sagen, das geht natürlich dann letztendlich auch auf Kosten der Zuladung, die ja durch die große Garage ja riesig ausgenutzt werden kann. Das ist nicht der Gurtbock alleine, der da an Zuladung noch zunimmt, sondern für jeden Platz, der, glaube ich, eingetragen wird, muss eine Mindestreserve eingerechnet werden. Und dann kann man nicht mehr hingehen und kann 5 Sitzplätze einfach eintragen. Das lässt der Gesetzgeber nicht mehr zu. Da muss man ein bisschen reduzieren, dafür habe ich ein Auto. Genau. Und es ist halt so, dass diese sogenannte Masse im fahrbereiten Zustand natürlich dann sich auch immer errechnet aus den eingetragenen Sitzen und den dazugehörigen Gewichtsmindestanforderungen. Also, das ist die Quadratur des Kreises. Du siehst es nicht von außen. Der einzige Nachteil ist, ja, dass du, wenn du natürlich eng stehst auf dem Platz mit der Klappe hinten, das haben aber alle Garagenfahrzeuge, egal welche, dann hast du das Problem, du musst ja irgendwie das Auto noch rausfahren können. Das heißt, mit den Rampen und so weiter,
Da würde auch nichts bringen, wenn die Klappe jetzt nach oben öffnen würde. Irgendwie musste das Auto rauskriegen. Das heißt, am besten vorher das Auto rausfahren, richtig? Ja, der Platz dann muss natürlich zum Ausladen generiert sein und da sein. Das ist logisch. Kleine Sachen kann man rechts und links über diese Revisionsklappen entnehmen. Aber um wirklich das Auto, das Quad, die Motorräder herauszuholen, muss man natürlich hinten den Rangierraum haben. So, hier oben siehst du den Baldachin. Alles ist sehr, sehr handwerklich ausgeführt mit Leder. Ihr habt euch hier auch für das Lederdach entschieden. Also du hast die Deckenbespannung komplett aus Leder gewählt statt aus Stoff. Ja, das machen wir eigentlich grundsätzlich. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Fahrzeug mit Teppichbespannung überhaupt verkauft haben, ist eigentlich Standard. Ich habe eine besondere Anwendung. Ich habe Teppich, aber das hat was damit zu tun, ich mache die Tonaufnahmen im Auto und das Leder halt ein kleines bisschen mehr. Ein bisschen glatter, was da ist. Da ist das Garmin. Das Garmin bestellt ihr immer mit? Grundsätzlich, ja. Grundsätzlich. Das ist ein Spitzensystem mit abnehmbarem Bildschirm, mit einer App-Steuerung, die live dann die Verkehrsdaten integriert in die Navigation, die Stellplätze drin hat und einfach sehr, sehr modern und sehr fortschrittlich ist. Der Iveco Daily, sag mal, wenn ich jetzt hier bin, da haben wir jetzt einen 3 Liter Vierzylinder-Motor mit 3 Litern Hubraum, das ist ein sehr kraftvoller Motor. Ist der, also ich habe ihn ja selber gefahren, deswegen ist das jetzt eine rhetorische Frage. Ist der irgendwie überlastet mit der Last, der hinten drin ist bei 7,49 Tonnen? Überhaupt nicht. Also der hat ja über 200 PS und tolles Drehmoment, ist eigentlich ein Motor, der über viele, viele Jahre total erprobt ist, der leistungsfähig ist, der auch vom Verbrauch her absolut in die Welt passt und ja auch natürlich die allerneuesten Umweltvorschriften voll erfüllt. In Verbindung mit dem ZF-Getriebe, was wir Gott sei Dank seit einigen Jahren anbieten können, ist das wirklich eine perfekte Kombination. Ja, was richtig ins Geld geht, das ist hier im Preis enthalten. Das hätte man alles weglassen können. Da hätte man das Fahrzeug wesentlich günstiger rechnen können. Es sind viele Extras verbaut. Ist natürlich die Volllufttfederung, die hier verbaut. Ich gucke mal gerade, Vollluft. Wir haben Vollluft hier drin, oder? Ja, das ist bei dem Grundriss auch mit in der Serie verbaut, weil wir ja, um die Garage vernünftig beladen zu können, auch den Wagen immer in einen bestimmten Neigungswinkel, Böschungswinkel versetzen müssen, sodass dann also auch das Verladen hundertprozentig funktioniert. Ich habe auf nichts verzichtet. Hubstützenanlage, Lithium, Vollluft, Solar habe ich, glaube ich, gesehen, war drauf. Dann abnehmbares Lenkrad, auch das kostet Aufpreis, das habt ihr mit reingerechnet. Muss man alles nicht haben, also es ist aber sehr angenehm, gerade das abnehmbare Lenkrad. Ja, ich denke, man sollte da immer so ein bisschen abwägen, was wirklich vernünftig ist, was sinnvoll ist, was sich dann letztendlich in der Praxis auch als wichtig erweist. Und da gehört das abnehmbare Lenkrad einfach dazu. Wir haben dann abends beim Sitzen einfach den Fahrersitz auch von der Lehnenstellung schräg zu stellen. Wir haben, wenn wir jetzt hier vorne gerade beim Fahrerhaus sind, die ganzen Assistenzsysteme, die zwar einmal sicherlich eine Investition darstellen, aber dann in der Nutzung und im Fahren einfach perfekt sind. Ne? So, die Leute, die alle 2 Jahre ein neues Auto kaufen, die gab es früher viel öfter. Gibt es die noch, die alle 2 Jahre einen neuen, die gerade wenn sie ihn bekommen haben, gerade wieder einen neuen bestellen? Ja, das gibt es natürlich immer wieder. Letztendlich ist es aber so, dass wir gerade im Morello-Bereich ja wirklich so stabile, so langlebige Autos haben, die dann also auch länger als 2 Jahre. Ja, es gibt ja Leute, die verkaufen die wieder gebraucht. Der Werterhalt ist ja hoch. Also da kann man, wenn man, ich sag mal, das Kapital auch hat und nicht jedes Mal die Finanzierung ablösen ist, kann man machen. Also es gibt Leute, wirklich alle 2 Jahre haben die ein neues Auto, oder? Ja, alle 2 Jahre ist schon ein sehr enger Takt, aber gibt's schon. Also viele, die bewegen sich ja aufwärts in der Spirale, fangen an, vielleicht mit einem kleinen Home, gehen dann auf den Loft oder auf den Palace und sind dann Palace Liner, ist auch sehr beliebt, denn es gibt diese gleichen Fahrzeuge auch auf anderen Fahrgestellen von Morello, die können das problemlos bauen mit einem C-Führerschein. Du hast einen C-Führerschein, du sagst, ey Jungs, wenn ihr überlegt, ihr könnt das hier machen, das ist eine, ich sag mal, schöne Einstiegssituation, die da ist, aber die Fahrzeuge kosten eigentlich auf einem anderen Fahrgestell nur
unwesentlich mehr. Also da reden wir vielleicht von 50.000 Euro mehr. Da geht schon los mit dem Atego. Da geht es noch höher. Also man kann das mit dem richtigen Führerschein auch anders machen. Nachteile sind allerdings, ich bin in über 7,49 Tonnen, gelten etwas andere Regeln. Unter anderem darf ich nicht mehr wie, sag mal, 87 fahren. Also was die meisten ja machen. Ich darf nur mit dem LKW-Verkehr mitrollen. Ja, das ist einfach so. Wir haben natürlich die Möglichkeit, auf 12 Tonnen zu gehen, auf 15 Tonnen zu gehen. Atego, später dann der Actros, das sind natürlich alles tolle Sachen, aber wir haben ja jahrelang darauf gewartet, dass wir ein Auto bekommen, was halt 7,49 Tonnen hat, was unter 9 Meter ist und was zudem dann diese riesen Zuladungs- bzw. auch Staumöglichkeiten generiert, und das geht einfach nur mit dem Iveco Daily. Da gibt es kein Chassis, was diese technischen, sagen wir mal, Eckdaten abbilden kann. So, hier sieht man das von außen übrigens gar nicht. Die Küche, die ist vollkommen ausreichend. Zwei Flammen Kochfeld, eine große Spüle mit dabei, das gleiche Korian wie bei jedem anderen auch. Die machen auch diese Fahrzeuge, auch die kleineren Modelle, beim selben Band wie die ganz großen, wie die Liner, oder? Die großen Liner. Das ist ein Band, auf den läuft der Home, der Loft, der Palace, Empire Liner und auch der Grand Empire. Also das ist, sind die gleichen Materialien, sind die gleichen Mitarbeiter, sind die gleichen Fertigungstechniken, aber natürlich Ausstattung und auch insbesondere Chassis unterschiedlich. Wie viele Kuhs hast du denn bestellt dieses Jahr? Also oder ist das hier eine Geschichte, die sollte man sich nicht zu lange überlegen, wenn ich Interesse habe an so einem Garagenfahrzeug? Ja, bestellen wollten wir viele, aber es ist schon so, dass das bei Morillo ja das Bekommen dann das Problem ist. Und wir haben im Moment und auch auf absehbare Zeit nur dieses Fahrzeug, aber natürlich im Vorlauf dann fürs nächste, übernächste Jahr einiges vorgestellt. Aber das ist jetzt verfügbar, also heute 15.03. verfügbar. Ja, das Panasonic-Gerät mit Inverter, einem Inverter-Mikrowelle mit Grill. Das Besondere hierbei ist die Junior-Menü-Funktion. Ich weiß nicht, ob die kennst. Die kenne ich nicht. Also wenn der Kleine nicht artig ist, kommt dann die Mikrowelle. Ich zeige das mal. Vorne ist es drauf. Junior-Menü steht drauf. Ich Spaß beiseite. Das ganze Junior-Menü heißt, ich kann Gläschen warm machen damit für kleine Kinder und Kids. Und die hat sich bewährt, die ist genauso groß. Der Kompressor-Kühlschrank viel leiser geworden. Viel leiser geworden, der Kompressor ist umgesetzt worden, sodass er also dann auch die Geräusche nicht so überträgt. Und ist kaum zu hören, ganz leise, wenn man genau hinhört, sehr leistungsstark und vor allen Dingen energieeffizient, ne? Lässt sich natürlich von beiden Seiten öffnen. Dann haben wir den Kleiderschrank hier, aber es kommt noch besser. Das Fahrzeug verfügt über 3 Kleiderschränke. Das ist der Riesenvorteil bei dem Grundriss. Über das Bad haben wir gestern ein Video gemacht. Deswegen kenne ich es mittlerweile schon ganz gut. Es ist ein Mittenbad, das den Raum optisch komplett unterbricht. Also das muss man sich natürlich überlegen, will ich das? Die Leute entscheiden sich teilweise ganz bewusst dafür, weil die Räume voneinander abgetrennt sind. Man spricht von Zwei-Zimmer-Küche-Bad. Ja, das ist ja wie ein Puffer. Dieser ganze Sanitärbereich zwischen dem Schlafbereich und dem Wohnbereich ist praktisch als Geräuschpuffer und auch als Bewegungspuffer gedacht. Man hat zwei Möglichkeiten. Einmal hier zum Wohnraum hin die Schiebetür zu schließen und dann halt hinten zum Schlafzimmer. Es gibt zwei Schiebetüren, die auch sofort schließen sind, sodass man also dann hinten eine richtige komfortable, abgeschlossene, ruhige Schlafkajüte hat. Das zeigen wir gleich mal. Die Dusche hat richtig große Männermaße. Also die Frauen sind ja oft die etwas kleineren. Mag in anderen vielen Beziehungen ja anders sein, aber meistens ist es ja der Mann, der ein bisschen größer ist. Stehhöhe hier weit über 2 Meter. Das heißt also, hier kann auch ein sehr groß gewachsener Mann sich drehen, kann sich auch mal die Füße waschen da drin, ohne in Gefahr zu laufen. Dass er sich irgendwo aneckt und so weiter. Das ist mal eine große Dusche. Das ist aber kein Marmor an der Wand, der da hängt, oder? Das ist nur Optik. Das ist schon Kunst. Oder Sandstein, ja. Grundstein, ne? Grundstein. Cool. Also das sieht man mal hier drauf. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen erkennen von der Optik her. Dann habe ich hier das große Waschbecken. Das kenne ich ja aus dem Palace. Das heißt also, hier habe ich richtig viel Platz von allen Seiten, habe 3 große Schubladen drin und ein Highlight wie bei allen Modellen, das kennt man in den kleineren Bereichen überhaupt nicht, ist das Thema Festtanktoilette wie in einer Yacht. Das ist sogar die gleiche Toilette wie in einer Luxusjacht. Ja, haben wir seit 2 Jahren. Ist ein Spitzensystem mit tollen Eigenschaften,
Total Porzellan, komplett, oder? Komplett Porzellan, sehr hochwertig, sehr stabil, funktioniert, ja, absolut problemlos und ja, ist eine Technik, die aus dem Yachtbau kommt und in jeder großen Luxusjacht auch verbaut ist. Also hier kann ich auf Toilette gehen wie zu Hause. Der Kleiderschrank direkt daneben, der ist jetzt ein bisschen schmaler, aber dafür habe ich 3 Stück insgesamt. Und was ziemlich cool ist, hier habe ich eine Steckdose drin. Das heißt, hier oben, das ist immer so ein Fan wie mich, da würde ich jetzt noch einen Verteiler hinmachen. Natürlich weiß ich zur gleichen Zeit jetzt nichts und würde meine Ladegeräte da anschließen. All das kann man aber nachrüsten. Man kann ja sagen, ich hätte gerne hier in dem Schrank hätte ich gerne noch eine Steckdose, eine 12-Volt-Steckdose. Das muss ich vorher sagen. Oder ihr könnt es in der Werkstatt nachrüsten. Ja, Nachrüstung ist da kein Thema. Funktioniert. Tresor drin, dann eine Garderobe direkt am Eingang. Da bin ich immer so ein bisschen kritisch, weil meine Sachen bauen immer so ein bisschen auf. Aber gedacht ist das eigentlich eher für Handtücher, oder? Wahrscheinlich. Ja, Handtücher, Bademantel, irgendwelche Dinge, die man kurz aufhängen will, weghängen will. Und das ist da eigentlich auch ganz gut platziert. In den Stufen habe ich eine Schublade. Stauraum. Guck mal, wie schön mit Samt alles, damit auch ja nichts klappert, was drauf ist. Dann hast du hier einen großen Spiegel, auch der lässt sich öffnen. Da ist er. Und, ja, bitte. Was ich cool finde, ist das integrierte Licht hier in dem Spiegel drin, dass sich der Mann noch mal schminken kann. Der Mann rasieren, die Frau schminkt sich ja. Dann ist hier auch der Hahn ausziehbar. Und was ich am Anfang dachte, mein Gott, hier so ein Seifenhalter, so ein Quatsch, ja, ich stelle das hin. Ich habe den als allererstes befüllt, benutze ihn die ganze Zeit. Das ist sehr praktisch. Ja, total praktisch und ja, letztendlich auch von der Breite her mit den Ablageflächen wirklich, wirklich toll konstruiert. So, hier sieht man den Handtuchhalter, klassisch von Alde nehme ich an, der hier drin ist. Wir sprechen von der Warmwasserheizung, die hier mit drin ist. Du hast keinen Luftzug. Ich habe sie gestern angemacht, ich habe sie vergessen anzumachen, kam ins Reisemobil, 14 Grad. Es dauert ein bisschen. Das heißt, wenn ich am Landstrom hänge, kann ich natürlich noch andere Verbraucher zuschalten, ein bisschen aufwärmen. Aber ich habe ungefähr eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis er 22 Grad hatte. Aber wenn sie mal da ist, dann ist das eine Wärme, die kann man, die kommt von den Seiten. Ganz angenehm, gell? Ja, es ist halt eine Strahlungswärme, ne? Die Möbel werden ja praktisch ganz seicht, erhitzt die Grundwärme durch die Fußbodenheizung erzeugt und dadurch erzeugen wir eine Strahlungswärme, die ist natürlich viel satter und viel angenehmer, als das jetzt bei einer Gebläseheizung der Fall ist. Ja, Dusche ist übrigens aus Echtglas. Darf ich dir mal ein schönes Detail zeigen, was mir gestern widerfahren ist? Wenn du mal kurz durchgehst, bitte. Und dann mal das Rückenpolster nochmal abnimmst. Wenn man, also es gibt ja, soll ja Frauen geben oder Männer, die haben immer kalt, wie man im Saarland sagt, ja. Dahinter ist die Heizung und wenn man die anmacht, erwärmt sich diese ganze Seitenwand. Und wenn man dann da dran geht, dann ist das wie eine kleine Wärmesauna. Das ist so herrlich, wenn du da sitzt an der Stelle. Das gilt übrigens auch hier. Alle Wände sind komplett beheizt und die Strahlungswärme kommt von der Seite und vom Fußboden. Und dadurch hast du so eine richtig mollige Wärme mit drin, wenn du Rheuma hast oder sowas, weißt du, da gibt es nichts Schlimmeres, als wenn die Kälte, weißt du, dann ist der Boden kalt, alles ist kalt, da bläst irgendwas Warmes nur. Also hier wird alles erhitzt, oder? Ja, das ist das System, was ja hier natürlich über Jahre auch nochmal perfektioniert worden ist. Auch gerade hinten im Schlafbereich kann ich gleich mal zeigen, den kann man separat regulieren von der Wärme mit einem ja, separaten Thermostat und hat somit also dann wirklich den Wagen gerade im Winter und auch in den nassen, kalten Übergangsjahreszeiten sehr gut temperiert. Der Spiegel an der richtigen Stelle, daneben 2 große Auszüge, wenn du mir die mal bitte zeigst, die hatten wir eben noch nicht gezeigt, die nutze ich immer für Öle, da kannst du also alles reinmachen. Allerdings muss man die Sachen ein bisschen einklemmen. Da hat jeder so seine eigenen Tricks, damit es während der Fahrt nicht klappert. Die da sind hier oben ein Max-Fan. Das ist ein Lüfter, der nicht nur für die Küche geeignet ist, sondern der ist so leise. Ich kann das euch mal zeigen. Wenn man den anmacht, dann öffnet der sich automatisch. Und wenn der auf der kleinsten Stufe ist, dann zieht er die Luft automatisch und ist im Schlafbereich
unhörbar. Das heißt, der bläst entweder die Luft rein oder zieht die Luft. Und dann gibt es einen kleinen Trick, den ich immer mache. Es gibt eine Position, zeig mir das mal bitte an den Fenstern. Dann ist das Fenster immer noch verschlossen und du kannst das Fenster dann auf eine Lüftungsposition stellen. So, das ist hier. Und wenn der Lüfter an ist, dann wird unmerklich quasi Frischluft reingezogen. Und jetzt gibt es einen Trick. Jetzt gehe ich hin, damit ich keine Luftzug habe. Mach hier runter und öffne oben ein kleines Stück. Ungefähr so. Also, dass immer noch dunkel ist. Und dann geht der Luftzug oben hoch und wird dann reingesogen. Und ich bin immer in einem frisch belüfteten Schlafzimmer, ohne dass ich irgendwas öffnen muss. Richtig. Und das ist das Ganze praktisch dann über 12 Volt, also dieser Max Van ist ja auf 12 Volt, ganz leise und vor allen Dingen auch verbrauchsarm. Ne? Du hast gar nichts. Also wenn du jetzt hier bist und ich zeig mal, ich halte mal gerade dran. Und das ist jetzt hier mit dem Richtmikro, wenn ich ganz nah dran, der ist so leise, dass er nicht stört. Und die anderen waren immer lauter und schneller. Also der Austausch hier, Besonderheit hier ist, der hat eine Hutze. Bei strömendem Regen kann der offen bleiben. Da ist eine, genau, Acrylglashutze drüber, die verhindert, dass also, wenn jetzt Regen ist oder Wind reinpustet soll von der Seite, dass das dann halt geschützt ist. Ja. Dann ist eine Fernbedienung dabei. Ich kann das so einstellen, dass ich den immer laufen lassen kann, auch im Winter. Und kann sagen, hier, also ein bisschen Luftzirkulation soll sein. Das Coole ist bei dem System, die Heizung hat auch eine Elektroheizung mit 3 Kilowatt eingebaut. Und du sagst, wenn das Auto mal im Parkbetrieb ist, ich bin jetzt nicht unterwegs, dann hat das riesen Vorteile. Man kann den Wagen abstellen und die Heizung dann praktisch über den Heizstab hier betreiben, sodass der Wagen dann ohne Gas frostfrei gehalten wird. Das Coole ist, dass du eine Vorrangschaltung machen kannst mit Strom. Das heißt, sollte der Strom mal ausfallen, ist ja die Gefahr, das Auto friert ein. Dann springt automatisch die Gasheizung an. Das ist ziemlich cool. Also es kann eigentlich nicht einfrieren. Was ist denn dein Tipp, wenn der jetzt ein bisschen remote steht, ein bisschen abseits, sollte man da eine kleine Überwachung einbauen? Also da gibt es ja Möglichkeiten, dass man die Temperatur überwacht, oder? Ja, man kann das machen, sicherlich. Wir haben aber, wenn sie jetzt praktisch läuft auf 220 Volt, nur den Fall, dass Strom, externer Strom ausfällt. Das ist ganz klar. Da könnte man jetzt natürlich dafür sorgen, dass man dann als Notreserve Gas auflaufen lässt. Komm, wir zeigen mal den Schlafraum. Der gefällt dir ganz besonders gut, weil wir ein Auto hier drunter haben. Das kann ich euch mal zeigen. Und trotzdem haben wir eine Kopffreiheit, die nicht alkovenmäßig ist, sondern richtig groß. Also das ist wunderbar. Und Matthias zeigt schon auf die Uhr. Nächste Termin naht. Bin ich zu lang für das Auto? Weil es ist doch ein bisschen erklärungsbedürftig. Nur 8,99 Meter, Entschuldigung. Komm mal rein. Hallo Matthias. Jeder hat seinen eigenen Eingang. Und jetzt kommt's. Man nennt es auch Netflix-Studio. Weil hier habe ich ein komplettes Heimkino hinten drin mit einem 40 Zoll Fernseher. Das heißt, ich habe also 40 Zoll hier, vorne auch 40 Zoll? Genau. Also zweimal 40 Zoll, habe an der Seite Riesenschränke mit drin, die also wirklich ganz, ganz tief gehen. Also nochmal hinten ganz, ganz viele Schränke. An der Seite zwei Kleiderschränke für hängende Kleidung. Unten eine Schublade für den Nachttisch. Kann ich alle wichtigen Sachen reinmachen. Von den Schränken habe ich 3 Stück mit drin. Und ich habe Platz pur und eine Liegefläche von 1 Meter, ich glaube 60 mal 2 Meter, die hier drin sind. Ja, 2 Meter, 1,60 in der Breite und ja, als Queensbett ausgeführt, zu beiden Seiten auszusteigen, also sehr komfortabel. Also ein mega Einstieg, das ist auch wichtig, wenn jemand mal auf Toilette muss nachts, jeder hat seine eigene Tür, du hast deine rechte Tür, ich habe meine linke Tür. Trotzdem würde ich mir überlegen, dann vielleicht eine Zwischenwand einzuziehen, wenn wir beide miteinander verreisen würden, weil ich schnarche. Das wäre besser, genau. Wäre besser. Dann kann jeder einen halben Fernseher gucken. Sehr schön. Also wir haben es gezeigt, guckt euch die Aufpreisliste an. Der Wagen ist richtig schön voll. Der ist jetzt verfügbar, ihr könnt den kaufen. Und wir sind bei Felge und Wels, das Ganze in Bissendorf in der Nähe von Osnabrück in Niedersachsen. Er heißt Morello Palace 88 GQ. Und wie er hier steht, 359.500 Euro, aber richtig schön voll. Also mit allem, was ihr irgendwie braucht.
Das ist schon eingebaut. Siehst du, habe ich gar nicht schlecht geraten. 2,8 Meter x 1,63 Meter lag ich dabei. Matthias Welz von Felge und Welz, danke fürs Einschalten. 15. März 2023. Tschüss.